Guten Morgen, Leute. 7 Uhr morgens am Sonntag ist es nicht die tollste Zeit zum Aufzustehen. Aber wir wiegen mich mal kurz, denn wir haben heute ein bisschen was vor. Ja, 94,8. Ich würde sagen, daraus lässt sich was machen. Wir sehen uns gleich. Ja, guten Morgen, liebe Fitnessfreunde. Es ist Sonntag und ich bin noch leicht müde. Wir haben 7:30, beziehungsweise schon, ja, 7:30 haben wir. Um 7 bin ich aufgestanden, habt ihr gesehen. Die Wogen habe ich mich schon, kleines Form-Update habt ihr schon bekommen. Aber warum mache ich das Ganze? Also ganz easy, ich wurde zu einer Community-Challenge eingeladen, beziehungsweise nominiert vom Chris Hehnwarter, und es geht darum, sein eigenes Körpergewicht im Bankdrücken so oft wie möglich zu drücken. Der Chris hat schon gut vorgelegt, könnt ihr das Video mal hier oben anschauen, und ich habe mir gedacht, hey Andy, du lässt dich da nicht lumpen und machst da mit. Und ja, somit drehe ich jetzt schon wieder ein Video am Sonntagmorgen. Total behindert, man hat ja am Sonntagmorgen auch nichts Besseres zu tun, als in die Kamera reinzulabern. Nee, auf jeden Fall mache ich da mit in der Community Challenge. Und bin gespannt, wie oft ich das Ganze drücken werde. Warum ich immer so früh aufstehe, fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere. Mir schauen die Tage immer so aus in letzter Zeit vorm Examen. Ich habe immer zu lernen, dann für euch noch ein bisschen was abzudrehen und dann noch andere Sachen am Tag, die man so erledigen kann. Denn Sonntag ist bei mir jetzt nicht so der Ruhetag. Das ist eher der Tag, an dem ich viel zu erledigen habe. Heute steht 6 Stunden Lernen an. Und Tee trinken und Power und Fitness, Gym, drehen, trainieren und ja. Jetzt kommt ein Zeitraffer, wie ich lerne. Ansonsten sieht man sich im Gym. So Leute, ersten 2 Stunden sind geschafft. Wir haben jetzt schon 9 Uhr, kurz nach 9 Uhr, und so wird es mein ganzer Vormittag aussehen. Ich gehe jetzt nach den 2 Stunden jetzt erstmal raus, einen kleinen Spaziergang machen. Das brauche ich immer so zwischendurch. Was vom Bäcker holen zum Frühstücken, beziehungsweise einen Kaffee und eine Breze. Und dann geht es auch für mich weiter. Ich denke, wir sehen uns dann kurz vorm Gym nochmal oder im Gym. Bis dahin, ja, eigentlich nichts bis dahin. Schnitt. Mir ist gerade aufgefallen, das Video, glaube ich, kommt so alles so ein bisschen müde und langweilig vor. Soll es nicht machen, soll es wirklich nicht machen. Es ist bloß morgens, und morgens bin ich null der aktivste Mensch. Bin ehrlich gesagt voll der Morgenmuffel, aber muss halt so früh aufstehen. Ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, wie es bei euch ist. Und ich mache aus den ganzen Videos der Community Challenge schon wieder Vlog. Das ist ja auch mal wieder super. Ganz toll, Andi. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und schon besser drauf. Wir haben jetzt schon Mittag und für mich geht es jetzt wirklich ins Gym. Letzte Meldung hier aus meinem Zimmer. Für mich geht es jetzt ins Gym. Ich bin ja mal gespannt, was ihr getippt habt in den Kommentaren, und wir sehen uns gleich. Das Beste ist halt, wenn das Gym direkt hinter der Tür ist. Gehen wir mal schnell durch. Also Nico, dann zeigen wir dann. Dann super Mix. Was haust du jetzt alles rein? Also dir gebe ich bloß einen Pump. Also du gibst mir nur einen Pump? Ja. Warum? Weil ich glaube, wenn du Arno Basic vor mir dran mischt, mir ist das letzte Mal echt schlecht gegangen. Servus. Servus. Aber es ist ja mein Körper, weißt du, ich will ja mit deinem Körper genauso. Also Monster mit Tunnelblick. Tunnelblick. Kriegst du bitte noch Dead Extra Scoop?
Also ich habe wirklich noch nie Monster mit nochmal einem Booster rein. Also sowas habe ich noch nie gehört. Spezialmischung von dir. Spezialmischung, ja. Also, 95 Kilo habe ich auf der Waage, wir haben auch die Runde auf 100 Kilo. Und ich versuche jetzt so viel Wiederholung zu schaffen wie möglich innerhalb einer Minute. Nico hat auf 24 getippt, was ich nicht denke. Also, legen wir los. Du hast Zeit im Griff? Jo. Schön, komm! Er hat noch 15 Sekunden Zeit. 21 waren es hier, oder? 20,5 würde ich eher sagen. Sehr schön, danke. So Leute, ich bin wieder daheim. Also die 100 Kilo ein paar Mal hochzuhauen war ein bisschen schwierig, aber am Ende haben meine Muskeln zugemacht. Nico und ich haben uns dann gedacht, ja, wäre vielleicht schlauer gewesen, einen Spotter zu fragen, ob er sich vielleicht hinten hinstellt, anstatt dass einer filmt und niemand auffasst. Aber ist alles gut gegangen. So, jetzt komme ich zur nächsten Nominierung, weil das ist ja eine Community-Challenge, habe ich davor gesagt. Ich habe leider heute mitbekommen, dass Alpha Shreds, aka der Jean-Marie, sein Handgelenk gebrochen hat, beziehungsweise seine Mittelhand gebrochen hat. Und jetzt einen Gips hat, beziehungsweise operiert wurde. In diesem Sinne, Grüße gehen an dich raus. Dich nominiere ich auf jeden Fall, Alpha Schwertz, wenn du wieder fit bist. Kannst du es ja mal ausprobieren. Ich denke aber, dass das ein bisschen länger dauern wird. Wen ich noch nominiere, ist der Manu von Permanent Progress. Ich glaube, der hat ein bisschen auf was auf dem Kasten. Checkt die beiden Channel auf jeden Fall ab. Hier oder hier oben. Ich weiß nie, wo ich hinzeigen soll. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Andi. Schöne Woche euch.